Hallo ihr Lieben, willkommen zurück im Subclub. Heute ist der 16.8., damit ihr einen Bezug habt, weil ihr werdet es ja erst in ein paar Tagen sehen. Und der Substand von heute sind 45 Bücher und ein Currently Reading. Ja, da sind ein paar mehr als letztes Mal. Ich muss aber auch sagen, dass jetzt ein paar Rezensionsexemplare nacheinander schnell bei mir reingeflattert sind. Ich habe auch eins bekommen, das ich nicht angefragt habe. Und da weiß ich auch noch nicht, ob ich das überhaupt lesen möchte oder nicht. Es steht zwar jetzt auf meinem Sub, ich habe es mitgerechnet, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es überhaupt lesen möchte. Ich werde da auf jeden Fall mal reinlesen, denke ich. Auch wenn es mich jetzt nicht so anspricht eigentlich. Aber vielleicht catcht es mich ja auf den ersten paar Seiten. Wenn nicht, dann werde ich es auf jeden Fall nicht lesen. Dann wird es auch von dem Substapel wieder verschwinden. Ja, dann seid ihr jetzt auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, ein paar mehr, aber stört mich jetzt nicht so. Kommen wir zu den Subbüchern, die ich euch diesmal zeigen möchte. Es sind fünf an der Zahl. Ich habe wieder versucht zu checken, ob die schon mal vorgekommen sind. Nach meiner Recherche nicht, aber es kann natürlich sein, dass ich mich vertan habe oder so. Dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Auf jeden Fall ist das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, Die Nacht, in der wir uns wiedersahen von Lauren Gibaldi oder Gibaldi, keine Ahnung. Das habe ich von der lieben Jessie geschenkt bekommen und ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe gesehen, dass sie es aussortiert hat. Sie hat gesagt, das ist eigentlich okay, aber es war jetzt nicht so super toll. Irgendwie hat es mich ein bisschen angesprochen, aber nicht so sehr, dass ich es damals direkt gekauft hätte oder angefragt hätte. Deswegen liegt es jetzt hier. Ich weiß nicht, wann ich es lesen will oder werde. Vielleicht warte ich einfach auf eine. Moment, wo ich richtig Lust drauf habe, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall um ein Mädchen, die sich vor einem Jahr oder so von einem Jungen getrennt hat, beziehungsweise der Junge hat sich von ihr getrennt, einfach ohne Sang und Klang ist er, glaube ich, verschwunden. Und jetzt ein Jahr später seht ihr sie wieder oder sie ihn wieder und ist natürlich direkt sauer. Aber er versucht ihr alles zu erklären und sie erleben irgendwie wohl eine Nacht zusammen und das soll irgendwie magisch sein, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es mir so gefallen wird. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es hoffentlich wenigstens mal anfangen zu lesen. Falls ihr das auch habt, wie immer, eins dieser Bücher, schreibt mir gerne, können wir es zusammen lesen, dann verschwindet es auf jeden Fall sehr viel schneller von meinem Sub, was mich freuen würde. Also schreibt mir gerne, falls ihr das auch habt und lesen möchtet. Das nächste Buch ist von der lieben Jenny, von der habe ich das zu Weihnachten gekriegt, genau, in dem Wichtelpaket. Liebes Ich, verlieb dich nicht, von Sarah Milnowski. Und das liegt hier jetzt auch, wie gesagt, seit Weihnachten ist noch nicht so lang, ein halbes Jahr auf jeden Fall schon, aber noch nicht so lang, dass es ein Subleiche wäre. Es geht auf jeden Fall um ein Mädchen, das jetzt verlassen wurde von ihrem Freund, glaube ich, und jetzt so sauer darüber ist, dass sie irgendwie, glaube ich, versucht, in die Vergangenheit zu telefonieren oder schreibt sie Briefe irgendwie, versucht sie auf jeden Fall mit ihrem vergangenen Ich, mit dem 14-jährigen Ich, irgendwie in Kontakt zu treten und er zu verklickern, dass sie nicht mit diesem Typen zusammenkommen soll, weil sie ja lange Zeit zusammen waren und dass irgendwie ihre Zeit quasi verschwendet hat, wenn er jetzt mit ihr Schluss macht. Ich glaube, das klappt oder nicht und ob das so eine gute Idee ist, werde ich lesen. Es klingt auf jeden Fall nach einer einzigartigen Geschichte, nach einer einzigartigen Prämisse und ich hoffe, es ist auch gut umgesetzt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, ob es meinen Erwartungen gerecht wird und ob es so einzigartig sein kann, wie es mir jetzt vorkommt. Dann in dem Wichtelpaket war auch das drin, Nicht so einfach mit der Liebe von Claire Zabnik. Von der Autorin habe ich ja schon ein Buch gelesen, das mir sehr gut gefallen hat. Deswegen bin ich gespannt auf dieses Buch. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr so recht, worum es hier geht. Ich weiß es nicht mehr, aber ich verlinke euch alle Bücher in der Infobox, dann könnt ihr selber nochmal nachlesen. Es geht auf jeden Fall um einen Sommer mit Teenie-Liebe, wie immer. Es sieht auch sehr sommerlich aus. Vielleicht ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um das zu lesen, aber bisher habe ich mir das noch nicht vorgenommen. Ich hoffe nur, es wird mir so gefallen wie das andere Buch. Drückt mir die Daumen. Dann habe ich hier noch liegen Dark Angel After the Dark. Das ist von Max Allen Collins, hätte ich sagen sollen. Das ist der dritte Band dieser Reihe, die die Serie zu Ende führt. Also, falls ihr mich jetzt schon länger verfolgt, ich bin ein Fan der Serie Dark Angel. Die hat aber leider nur zwei Staffeln gekriegt und wurde dann eingestellt. Und das bedeutet, sie ist mitten in der Handlung einfach abgebrochen und man kennt das Ende halt einfach nicht. Und deswegen habe ich mal die englischen Bücher, weil davon gibt es keine Übersetzung, zum Geburtstag gekriegt vor ein paar Jahren. Also es sind drei Bücher, die jetzt die Handlung zu Ende führen sollen. Die ersten zwei habe ich auch schon gelesen. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch das hier lesen, damit ich weiß, wie es zu Ende geht. Aber irgendwie kann ich mich nicht so recht dazu überwinden. Nicht nur, weil es dann einfach zu Ende wäre, sondern auch, weil es ein englisches Buch ist und
Obwohl es klein und dünn ist, dauert es bei mir halt mit dem englischen Lesen relativ lange, weil es halt eine andere Sprache ist, bis man es richtig kapiert und sich einfindet und so. Ich lese auch so schon langsam, aber hier würde ich es noch langsamer lesen. Und deswegen war es halt bisher noch nicht dran gewesen, obwohl ich die anderen beiden ja schon gelesen habe. Von daher sollte ich mich damit auskennen. Aber naja. Es geht auf jeden Fall in der Serie um Max. Max ist eine Frau. Auf jeden Fall hat sie sich selber den Namen ausgedacht, denn Max war ein genetisches Produkt. Also es gab so eine, in dieser dystopischen Zukunft gab es eine Firma, die hat Kinder quasi gezüchtet mit verschiedenen DNA-Strängen von Tieren und so, damit sie perfekte Soldaten werden. Und Max ist so aufgewachsen unter diesem Regime dieser Firma und hat das aber irgendwie zwar erduldet, aber konnte nicht drüber hinwegkommen, dass es da draußen noch eine Welt gibt, die ihr offen steht. Und deswegen ist sie eines Tages mit ein paar ihrer Geschwister, wie sie sie nennt, also mit den anderen Versuchskindern, geflohen. Und seitdem leben sie halt auf der Flucht vor dieser Firma und versuchen sich in die reale dystopische Welt, also die Welt ist da wirklich echt am Arsch, sich einzublenden und zu versuchen, so zu wirken wie die anderen Leute, auch wenn sie eigentlich an sich total besonders und anders sind und so weiter und so fort. Und Max hat irgendwann gelernt, dass halt mit ehrlicher Arbeit nicht so richtig vorankommt. Vor allem in dieser dystopischen Welt, wo es halt kaum noch ehrliche Arbeit gibt. Und deswegen bricht sie halt bei Leuten ein und ja, klaut sich was zusammen. Dadurch, dass sie halt diese guten Katzengene hat und hochspringen kann und so, geht das auch meistens ganz leicht. Aber eines Tages bricht sie halt bei genau dem Falschen ein und daraus entwickelt sich dann etwas. Und dann gerät alles in Schwanken und es wird immer mehr aufgelöst, wer sie ist und woher sie kommt und diese Firma und bla. Die Serie kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die Hauptrolle spielt hier auch hier Jessica Alba. Die ist ja auch sehr bekannt mittlerweile, die Schauspielerin. Ich mochte sie sehr, sehr gerne damals und heute gucke ich sie immer noch gerne und ich finde es immer noch schade, dass sie nicht beendet wurde. Aber gut, was soll man machen? Ist halt manchmal so. Und das letzte Buch, das ich euch heute zeigen will, ist Schenk mir Flügel von Ulrike Anders. Ist ein Self-Publisher-Buch, das habe ich damals gewonnen bei einem Flashmob, als ein Buch rauskam. Ich weiß aber gerade gar nicht von wem. Ich glaube von Laura Newman. Die hatte das verlost. Ich glaube ja. Ich bin nicht so ein Fan von diesem Cover. Ich finde das ehrlich gesagt nicht sonderlich schön. Also da im Cover hätten sie echt noch ein bisschen schrauben müssen. Wirklich. Aber der Inhalt klang eigentlich damals ganz gut. Also so eine New Adult Liebesgeschichte war es, glaube ich, wo es darum geht, dass ein Mädchen ihre Mutter verliert und dann taucht dieser Typ, glaube ich, auf und er hilft ihr so ein bisschen, sich damit zurechtzufinden und so. Ich glaube, wieso es klang sehr emotional und eigentlich ganz schön. Nur das Cover war halt nicht so toll. Aber dadurch, dass ich es halt gewonnen habe, kann man nicht meckern. Von daher, falls ihr das auch irgendwie irgendwo mal gesehen habt und auch vielleicht habt, können wir das gerne zusammen lesen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe mich da irgendwie noch nicht so recht dran getraut. Und das waren die 5 Bücher für dieses Mal. Schreibt mir eure Meinungen wie immer gerne in die Kommentare. Ich lese das immer sehr, sehr gerne. Das ist ja irgendwie der Kern der Sache von BookTube, dass man sich mit anderen Leuten austauscht. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Meine Leute.